Ja, hallo Freunde, ist das nicht schon mal Patagol, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Ja, heute wurde jetzt so viel gewünscht, werde ich mal ein Video machen zu Julian Zietlow. Wer den nicht kennt, trotzdem spannende Geschichte, werden wir gleich noch erzählen. Fitness-Influencer, der ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen ist, sagen wir mal so. Aber ich glaube, da kann man auch viel dran sehen. Also ich habe da ganz viel wiedererkannt aus meiner Paartherapie-Praxis, muss ich sagen. Aber heute ist halt immer dann die Fernsehkamera oder die Instagram-Kamera dabei und dann potenziert sich das alles so. Aber erstmal nochmal danke für die extrem gut gelaufene Aktion gestern. Habt euch ja echt gut eingedeckt. Wir werden jetzt heute den Code löschen, Spring 22. Lassen wir jetzt noch ein bisschen drin gelassen, weil es da noch so ein paar Leute gab, die falschen Kurse gekauft haben und ich weiß nicht was. Also vielleicht, wenn du das Video siehst, kannst du auch noch schnell abgreifen, bevor er dann ganz weg ist. Ich werde mal für dieses Thema reacten auf ein Video von KuchenTV. Gruß geht raus, wenn ich hier sein Material nutze und der es, wie ich finde, sehr gut zusammengefasst hat. Schauen wir mal, ob wir das hier alles hinkriegen. Also, wahrscheinlich habt ihr das Ganze schon mitbekommen. In diesem Video geht es um Julian Zietlow. Der war eigentlich ein super erfolgreicher Fitness-Influencer, hatte viele Firmen und so weiter. Ist jetzt aber irgendwie so ein bisschen in eine ganz komische Sekte in Thailand abgerutscht. Aber wer ist Julian Zietlow überhaupt? Julian Zietlow war tatsächlich schon sehr, sehr lange auf YouTube unterwegs und war ein erfolgreicher Fitness-Influencer. Lustigerweise hat er sogar Videos mit Ron Bilecki gemacht, noch bevor der komplett abgestürzt ist. Ja, das Ron Bilecki ist auch, naja gut, das schenken wir uns mal. Da den Nebenweg gehen wir mal nicht noch, okay. Das Muskeltraining ist mein Leben, ich weiß noch. Tja. Das Muskeltraining ist mein Leben, ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie der junge Mann da drüben. Wer, ich? Und ich weiß noch, als ich so ausgesehen habe wie du. Aber das ist schon ganz schön lange her. Julian ist dann vor allem durch seine Firma Rocker Nutrition und sein 10-Wochen Fitnessprogramm erfolgreich geworden. Er hat dann auch noch ein Fitnessprogramm für Frauen mit seiner Frau rausgebracht, um doppelt abcashen zu können. Vor allem eine ganz kurze Frage. Wenn ja, ich finde es immer schwierig. Also er lebt ja auch vom Internet, aber gut, also er hat halt krass durchgestartet mit Fitnessprodukt und er erzählt das alles, was die Geschichte ist. Was für ein Fitnessprogramm machst du dann? Das für Männer oder das für Frauen? Der Business Insider hat dazu auch letztens einen Artikel gemacht, denn Julian Zietlow hat halt gefühlt 500 Firmen. Wenn ich euch die hier alle nennen würde, dann hätte ich zwar die 8 Minuten, aber wäre ein bisschen unnötig. Ich verlinke euch den Artikel natürlich nicht, aber ihr könnt den selber suchen. Also der wirklich für alles eine Firma, auch für Kosmetikartikel und sowas. Eigentlich lief sein Leben auch sehr gut. Er war super erfolgreich, reich, hat eine Frau, die auch erfolgreich ist und sogar 2 Kinder. Was macht man, wenn man eigentlich quasi das perfekte Leben hat? Richtig. Ja, das ist ja jetzt, also ich meine, was der jetzt gemacht hat, da kommen wir gleich noch zu. Ich meine, was man für sich selber macht, muss er ja selber wissen, aber er zieht ja auch seine Frau und seine Kinder mit rein. Aber was ich mal sagen wollte, das ist natürlich so ein Irrglaube, dass nur weil es bei Leuten jahrelang gut läuft, dass sie dann sagen, hey, es läuft ja prima, das rocke ich jetzt hier zu Ende, bis ich 80 bin. Das ist ja eben nicht so, ne? Das ist ja, also sollte vielleicht so sein, aber wir sehen ja zahllose Beispiele, ob jetzt hier, deswegen finde ich das auch wirklich interessant, oder in der Politik oder wo Leute auf dem Zenit, oder nehmen wir mal Bill Clinton auf dem Zenit ihres Erfolges und dann wird irgendeine Scheiße gebaut und alles wird eingerissen mit dem Arsch wieder, ne? Also das ist, glaube ich, das sollte man gar nicht meinen, eine echte Gefahr von Leuten, die super erfolgreich sind, dass es dann so ein, ich weiß nicht, manchmal denke ich auch, sind das, also ich kenne den natürlich jetzt nicht, aber ich fantasiere jetzt einfach mal frei rum, manchmal denke ich auch, sind das so, dass man denkt, ich brauche mal eine Abwechslung oder ich will gar nicht immer der Highflyer sein oder vielleicht auch unbewusst, verdiene ich das überhaupt, den ganzen Reichtum und alles so glatt läuft und dann kennen wir auch unseren Bereich in toxischen Beziehungen, wird ein Riesendrama kreiert aus dem fucking Nichts irgendwie und alles eingerissen wieder und das finde ich eine ganz krasse psychischen wahrscheinlich auch Prozess, der da abgeht irgendwie. Und den habe ich halt oft erlebt. Man, der war ja, kommen wir jetzt gleich noch zu lange zusammen, ganz früh kennengelernt.
mit seiner Frau und die Midlife-Crisis, ich meine, das ist eigentlich ein bisschen jung für Midlife-Crisis, aber die Midlife-Crisis is a bitch, wirklich, wenn die zuschlägt, dann, naja, kommen wir gleich nochmal zu. Man entscheidet sich irgendwann dafür, dass man sich selber finden muss, verschwindet erstmal einige Zeit komplett anscheinend nach Thailand, wo man sich dann einer Sekte anschließt. Das kannst du echt nicht ausdenken. Also, ich erinnere nur mal an die Beatles, die sowas gemacht haben. Ich erinnere mal an X-Musiker, ich glaube Carlos Santana, der mich früher mal gehört. Die alle, dann haben sie Erfolg ohne Ende und dann kommt die große Sinnkrise und dann folgt man irgendeinem Guru und es wird natürlich nichts besser. Was dann häufig passiert ist, dass das Ego noch mehr aufgeblasen wird, also gerade so in Sekten und so. Und beziehungsweise eine innere Leere, es ist ja das Problem, das sagen ja auch die Buddhisten, du kannst natürlich durch Sachen im Außen kannst du letztlich nicht eine innere Leere füllen. Und wenn das irgendwann, wie soll ich mal sagen, so überschwellig wird, dann kracht eben alles zusammen irgendwie so. Und dann ist da so eine, das habe ich immer das Gefühl, auch in der Patriarchie, so ein Loch irgendwie. Und das wird dann versucht, überall zu stopfen. Und für mich gibt es so einen Dreiklang von Drogen, Sekten, toxischen Beziehungen. Also meiner Ansicht nach sind da alle ähnliche Sachen am Werk. Also toxische Beziehungen und Sekten sowieso. Lovebombing ist da immer am Anfang, reingezogen werden. Ja, dann keinen Weg mehr rausfinden. Also da gibt es 90% Überschnitt, würde ich mal sagen. Und Drogen und Liebessucht ja sowieso. Das, und da ist er in dieses Bermuda-Dreieck, ist er scheinbar komplett reingestürzt. Ne? Wo es um Haha-Hihi und so verbotene Stoffe geht, die da halt nehmen. Und zwar hat er sich dem Bashar-Kult angeschlossen, weil er sich selber finden wollte. Im Podcast mit WeGains.de hat er dann auch darüber geredet, dass er eigentlich das perfekte Leben hat, aber selbst wenn... Ja, wie gesagt, wenn du dich innen nicht angefüllt kriegst, nützt irgendwann außen auch nichts mehr. Ich kenne diesen Kult jetzt auch nicht, aber ja, jetzt bin ich hier doch nochmal aus dem Schneideraum sozusagen, weil Bashar-Kult hat es doch geklingelt. Ich meine, wie gesagt, ich sehe mich immer noch auch noch als spirituellen Menschen, weil ich hatte ja so eine krasse spirituelle Phase, da habe ich tatsächlich auch mal auf Videos gestoßen und da hat es jetzt doch geklingelt, also kenne ich doch und zwar ist das so ein Medium, was angeblich ein außerirdisches Wesen channelt, was 500 Jahre in der Zukunft ist. Und dieses Medium ist sozusagen das frühere Ich dieses dann später außerirdischen, superweisen Menschen. Könnt ihr gerne mal googeln, ist ja, ist schon das ist speziell und also der antwortet halt wie aus der Pistole geschossen auf irgendwelche Fragen und ja, Gott, ist halt wie es ist und ich habe ja auch noch einen Artikel gefunden darüber, wo steht, der Kult um Bashar, verlinkt den Artikel auch mal, erlaubt es seinen Mitgliedern das sogenannte Highest Excitement zu verfolgen, das heißt im Prinzip, sie dürfen machen, worauf sie Lust haben, zum Beispiel Drogen nehmen, Frauen auf den Hintern hauen und die Familie vernachlässigen. Bashars Ziel sei es derweil, Menschen zu ermöglichen, das eigene Potenzial zu entfalten. Der Influencer Ferdinand Beck sagt, deshalb habe you auf YouTube deshalb sagt deshalb auf YouTube Bashar, bis mir ermöglicht, Millionär zu werden und seine Follower könnten das auch. Wow. Das ist ohne jetzt jeder darf glauben, woran er will, aber das ist halt das Problem mit spirituellen Content auf Social Media. Entweder ist es Doom and Gloom irgendwie so, ne? Also kauft schnell noch diese Sachen, bevor Außerirdische unsere Welt übernehmen und macht schnell noch das und das und riesen Angst verbreiten, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, ganz schlimm irgendwie, ne? Oder ja, was wir auch, haben wir auch im Krypto-Bereich, obwohl Krypto an sich auch nichts Schlechtes ist oder so, aber Kryptowährung, diese, ja, kauf jetzt irgendeinen sinnlosen Coin und werd ganz schnell reich und aber gut, solange Menschen dafür empfänglich sind, ja, und nicht aus sich selbst Freude schöpfen können, bleibt man halt anfällig dafür. Und ja, da, also ich habe, also ich persönlich bin da raus aus diesem Game mit solchen Sachen, weil, ja, also ich
hatte da auch mal eine andere Phase, bin sehr auf dem Boden der Wissenschaft und denke immer, hey, dann soll doch so ein Medium mal beweisen, dass das so stimmt, und weil sonst ist es einfach Märchenkunde irgendwie. Und und das erinnert mich natürlich auch sehr an Bhagwan Osho, der auch tolle Bücher geschrieben hat, aber ob das jetzt eine gute Sache war mit seinen 56 Rolls-Royce, und habe auch Leute kennengelernt, das war ja sehr stark, als ich so jünger war, die dann ihr ganzes Geld dahin transferiert haben, ob das jetzt so das höchste Gut ist oder ob man eigentlich nur nach allen Regeln der Kunst ausgenommen wird. Für mich ist das auch so ein bisschen spätrömischer, ich weiß nicht, also ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir viel härtere Zeiten kriegen werden, auch wirtschaftlich so. Meine, das ist auch jetzt, wenn ihr viel Wirtschaftsnachrichten lest, ist jetzt nichts Ausgedachtes von mir. Und es ist so spätrömischer, weiß ich nicht, dekadente Zeiten irgendwie nochmal, wo es nochmal einmal so alles hochgeht irgendwie, und weiß ich nicht. Und das, was ich genau meinte, weiß nicht, ob das jetzt vor dieser Stelle ist, die ich jetzt hier reingeschrieben habe, oder danach, dass das Ego, das ist doch keine Überwindung des Egos, dass das Ego hoch 10, ich darf alles. Das ist genau, was jeder, der alle Grenzen überschreitet, sich immer sagt, ich darf das, ich habe eine schlechte Kindheit, mein Guru hat das gesagt. Und was ich persönlich immer höre, von da habe ich jetzt nichts gehört, aber was ich höre von Klienten, die irgendwo bei irgendeinem Guru waren, also in aller Regel Horror, Toxic. Gut, das sind jetzt, keine Ahnung, also ich kann nicht nur sagen, mit Gurus, also ist auch ein Grund, warum ich auch immer wieder so nicht nur meine Stärken darstelle, sondern auch in unseren Dopamin-Podcast, auf einmal irgendwas nicht so gut läuft, also ich möchte das gar nicht irgendwie, weil ich glaube, ich habe guten Durchblick im Beziehungsbereich, aber ich will gar nicht auf den Podest gehoben werden irgendwie, und also das ist immer eine schlechte Sache, ne? Mach dir deine eigenen Gedanken, und also das ist aber auch so eine komische spirituelle Idee, dass du sozusagen, so wenn du nur genug, ist auch so eine Abwandlung des positiven Denkens, so wenn du nur genug Glück, ist ja nicht Glück, es ist irgendwie Spaß, Drogenspaß hast, und dann kommst du auf eine hohe Schwingung, und dann manifestiert sich auf magische Art, manifestieren sich Millionen, finde ich schwierig aussagen, so, sagen wir es mal so. Aber gut, ist wie es ist. Also ich finde das hochproblematisch, und da sollte man echt, vor allen Dingen, wenn man gerade in einer schlechten Phase ist, was er ja auch ist, ne? Du bist gerade getrennt, du bist schlecht drauf, du bist genauso anfällig für Sekten wie für toxische Beziehungen, so, ne? Das ist einfach Wahnsinn, so, ne? Und ja, da ist ein Riesenmarkt irgendwie so. Oh mein Gott, ja, und der wird eben dieses Ego so bedient. Aber gut, ich meine, ich gucke da immer mit einem strengen und mit einem zwinkernden Auge drauf, weil ich denke, die Welt ist einfach völlig verrückt, und jeder kann hier machen, was er will, und es ist sein gutes Recht. Ich finde, man sollte andere Menschen nicht damit schaden, wie gesagt, aber es ist sein gutes Recht, sein Leben so zu nutzen, wenn er meint, nur vielleicht sollte man es dann für sich machen und das nicht so als Regel hinstellen, und aber sind doch irgendwie immer so die gleichen Leute in solchen Konstellationen. Das finde ich auch, also finde ich persönlich, das ist, man sieht ja irgendwie nie solche irgendwelche Rentner oder so rumtanzen auf irgendwelchen Thai-Sekten-Drogenpartys. Das ist, ja gut, also das wollte ich nochmal, das finde ich jetzt gerade richtig krass, also das kenne ich tatsächlich. Wir müssen Schock gerade, okay, geht's mal weiter. Ich sehe da ganz viele, dass die so in ihrer Midlife-Crisis dann auch, ich meine, ich mag wirklich Spiritualität, und ich habe ein spirituelles Buch geschrieben, aber dann irgendwelche
Sachen verfallen, die, wie gesagt, nur wieder das Ego aufpumpen ohne Ende und dann noch mit Drogen und dann machst du vielleicht wirklich irgendwelche unter Drogeneinfluss, was, glaube ich, keine gute Sache ist, irgendwie reale oder pseudospirituelle Erfahrungen und denkst dann so, jetzt hast du das Game aber so richtig zu Ende gespielt und ja, aber du musst für alles zahlen. Aber da kommen wir noch zu. Wenn er auf den Malediven am Strand spazieren gewesen ist, er einfach unglücklich war. Er hat auch bereits vorher sein Content einfach komplett geändert. Von normalen Fitnessvideos zu Dingen wie mein Spiritual Awakening oder Rape-Zeremonie. Okay. Wundermittel aus dem Amazonas. Lange Zeit war er tatsächlich... Ja, also ich kenne diese... Aber ich weiß, dass die aus, wenn das so aus dem Amazonas ist, sind das nämlich häufig diese Mittel, die... spirituelle Erfahrungen erleichtern sollen, was ich super kritisch sehe. Also entweder du kriegst es aus dem Alltag hin, eine spirituelle Erfahrung zu haben, durch meinetwegen Meditieren oder was weiß ich, weil sobald da Drogen im Spiel sind, kannst du letztlich schon meiner Ansicht nach, oder ich weiß es nicht endgültig, aber sehr fraglich, ob es dann hochschwingend sein kann, auch wenn es sich hochschwingend anfühlt für einen Moment so. Das kann natürlich immer mal sein. Also da habe ich große Zweifel, aber mir fehlen auch einschlägige Erfahrungen. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, wenn du immer Drogen reinballerst und toxische Beziehung ist das Gleiche, du ballerst deine Rezeptoren da oben komplett aus und das meinte ich eben, du musst irgendwann zahlen dafür. Also vielleicht musst du nicht im echten Leben zahlen dafür, vielleicht kommst du da prima mit durch, aber irgendwann sind deine Rezeptoren da oben so ausgeballert, dass normale Sachen dir keinen Spaß mehr machen, ne? Und das ist der Moment, wo du zahlen musst und dann fängst du an, noch mehr Drogen hinterher zu kippen, was auch immer das dann ist. Ja, wo das dann endet, ist bei jedem anders, aber dann kommt halt der große Kater, so, ne? Du kannst halt nicht ewig ein Leben mit Drogen führen, so, ne? Das, meine, kannst du zwar schon, aber es ist dann nicht so lustig. Sagen wir mal so. Tatsächlich auch komplett verschwunden, bis er sich vor einigen Wochen auf Instagram wieder gemeldet hat und man sich nur so dachte, Alter, was ist denn da passiert? Erst hat... Ja, nochmal im Hintergrund, ich glaube, ich dachte auch nochmal, die haben, glaube ich, irgendwie mit 16 oder so zusammengekommen mit seiner Frau, zwei Kinder. Und das sehe ich häufig in Paartherapien, dass Paare, die früh zusammengekommen sind, was früher vor 100, 200 Jahren wahrscheinlich kein Problem war, kann auch durchaus bedeuten, wenn man früh zusammenkommt, dass es eine gute Sache ist, weil man nicht so abgelenkt wird von noch einem Partner, noch einem Partner, noch einem Partner. Aber de facto ist es so, die Leute, die zu mir in eine Paartherapie gekommen sind, die ganz jung zusammengekommen sind, Horror Midlife Crisis, auch genau wie hier. Nicht wie sonst, so 40er, 50ern, sondern volles Fund in den 30ern, auch die Männer. Frauen auch, Horror Midlife Crisis, alles nachholen wollen, jeden potenziellen Mann oder Frau durchnehmen, alles auf einmal, 5, 27 Sportarten anfangen und ja, weil man das Gefühl hat, man hat irgendwas verpasst, ne? Man hat so einen, deswegen ist es, glaube ich, für viele heutzutage besser, sich ein bisschen auszutoben, nicht zu lange vielleicht, dass man gar nicht mehr zurückfindet, wenn man mal eine längere, stabile Beziehung führen will, aber ja, so dann, und dann fällt ein Streichholz auf trockenes Stroh und dann brennt es lichterloh. Ne? Und ich habe da wirklich die absurde, was ich für Geschichten gehört habe im Rahmen von Midlife Crisis, wo Leute wirklich komplett irrwitzige Sachen gemacht haben, wo alle gesagt haben im Umfeld, das ist fucking größter Irrweg des Jahrhunderts und wie kannst du das tun? Aber wenn man, ja, wenn man halt innerlich völlig leer ist, da oben dann Drogen, toxische Beziehungen, Sekten, ich weiß nicht was, draufkippt oder auch nur Drama, muss ich jetzt, also toxisch meine ich jetzt eher auch so Beziehungen, die halt triefen von Hormonen und Sexualität, wenn das da alles oben draufkippst, dann geht die Luzi ab, ne? Hat er dieses Foto hier gepostet, was ja noch ziemlich normal ist, so, ja, meditiert er halt, ist alles in Ordnung. Ja, also ich, für mich ist ja, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was für ein Kult er da jetzt früht, deswegen auch die Kommentare sind so witzig teilweise. Aber eins kann ich euch sagen, also die spirituelle Szene, zum wie viel Prozent weiß ich nicht, aber zum großen Teil komplett kaputt und fake und auf der Suche nach einem, also auf einer guten Suche, aber die endet dann doch wieder im Ego irgendwie. Und da was zu finden, was wirklich gut ist und funktioniert und wo
wo man nicht in diesen Seelenpartner-Quatsch reinfällt und dieses, keine Ahnung, nicht mehr auf seine eigenen Sachen vertrauen, sondern irgendwelchen Leuten hinterherrennen. Also dieser Grat ist so fucking schmal. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Aber also wie man meditieren und Drogen und wie man das zusammenbringen kann, werde ich nie verstehen. Ne? Aber vielleicht bin ich da zu blöd für, keine Ahnung. Dann kam allerdings dieses Video hier. Willst du mit mir Drogen? Ja, gut. Wollen wir mal den... Der Kommentar. Irre. Ron war einfach der Normale in ihrer Freundschaft. Anschließend kam dann auch noch dieses Video hier. Ey, das sieht einfach so aus. Ich meine, ich habe sowas, wie gesagt, so oft gehört, nur da ist halt keine Kamera dabei und es wird auf Instagram hochgespielt. Das ist der Unterschied. Das gab es früher auch schon immer wahrscheinlich. Und wie gesagt, wenn er das für sich macht, ist ja alles wunderbar. Ist natürlich, das sind jetzt seine zwei Kinder. Ich weiß nicht, wie alt die sind, relativ klein, glaube ich. Seine Frau muss sich so einen Scheiß angucken. Und deswegen meine ich auch völliger Home Run des Egos. Warum muss man das ins Internet stellen? Ne? Soll er das doch für sich machen irgendwie und fertig? Und aber das ist, was ich meine. Man merkt dann nichts mehr. Aber das kenne ich, also das habe ich wirklich so oft erlebt, dass Leute dann meinen, so jetzt haben sie das Leben durchgespielt, jetzt haben sie das Geile gefunden und es wird dann alles präsentiert. Du bist von körpereigenen oder fremden Drogen völlig vernebelt und ja, und denkst dann, es ist so super cool, es ist super cringe. Aber heutzutage ist ja alles egal, sein Kanal ist durch die Decke gegangen, du kannst ja heutzutage machen, was du willst und je mehr Chaos und Drama du produzierst, umso bekannter wirst du. Also insofern... Wird ihm das jetzt real was kostet? Wenn ein Kollege um 4 Uhr morgens noch irgendeine geklärt hat, während du einfach nur nach Hause gehen möchtest auf der Hausparty. Ey, yo, Bro, Digga, es ist 4 Uhr morgens, Alter, können wir bitte nach Hause fahren? Musik. Ja, okay, weiß nicht, ich wollte eigentlich bei dir pennen, ne? Ich würde mich einfach hier aufs Klo legen, Digga. Dann hat er auch noch dieses Foto hochgeladen mit der Caption, ach, Digga, ich muss Englisch lesen, ne? Babe, before I met you, I... Through Russian girls only like the money and have big but Kate, you showed me different. They not all have big Also ich meine, selbst nur das wäre ja schon unfassbar unangenehm und cringe. Ja, was ich da jetzt auch, also mit seiner Neuen jetzt so krass finde, dass sie sich so gegenseitig beleidigen. Ich weiß es nicht, in welchem Zusammenhang, vielleicht finden die das wirklich witzig, aber wie gesagt, könnte auch Hinweis drauf sein, dass es vielleicht nicht so gesund geerdet zugeht. aber was du kannst Menschen, wenn die an so einem Punkt sind und gerade in so einer High-Phase sind, da kannst du tausendmal sagen, das ist Quatsch, das tut dir nicht gut, das ist einem scheißegal dann. Und ich weiß nicht, wer für euch schon mal in der Midlife-Crisis war, also in Ansätzen, Mini-Ansätzen kenne ich das auch. Also das ist einfach, du gehst einfach durch die Decke. Und es kann auch eine sehr, also wie gesagt, es kann, meine ich jetzt im Alltagssinn des Wortes, sehr manische Phase sein. Und es kann auch super viel Spaß machen, ne? Vielleicht hat er den Spaß seines Lebens, aber Spaß ist nicht Freude, ne? Spaß ist halt dieses Kurzfristige und, aber ja, was soll man dazu sagen, ne? Wie gesagt, wenn er, das finde ich auch ein ungelöstes Problem. Was machen Menschen, die alles haben, denen einfach langweilig ist, ne? Und ohne dann alles wieder einzureißen, andere mit in den Abgrund zu ziehen, ohne zu Drogen zu greifen, was macht man da, ne? Das finde ich eine echt spannende Frage. Mensch, ne? Also, weiß nicht, aber wenn das halt sein Leben sein soll, dann soll er das halt machen. Ist ja an sich auch komplett in Ordnung. Das Problem ist, wie gesagt, also er ist halt eigentlich verheiratet und er hat auch zwei kleine Kinder zu Hause. Seine jetzt Ex-Frau hat auch erst vor wenigen Monaten gepostet, ich muss einfach schon wieder Englisch lesen, ne? Colden, imagine somebody else by my side. Ach, ja. Ja, also wenn man sich das Internetprofil von ihm mal anguckt, sieht man halt, dass, also das Instagram-Profil, ja, dass alles noch drin ist und das ist übergangslos von Couple-Goals-Videos. Ah, wir sind so glücklich zu Drogen und Sekt in Thailand mit irgendwelchen russischen Geliebten. Also sorry, das ist schon echt lustig. Und zeigt auch meiner Ansicht nach, wie fake diese Couples
sind. Ich meine, wer kann es ihnen vorwerfen? Also sie machen damit ihr Geld, mein Gott. Aber glaubt nicht immer alles, was ihr im Internet seht. Und offensichtlich muss ja gar nicht was Großes. Es kann einfach so eine bohrende Langeweile sein von 20 Jahre in der gleichen Beziehung. Man meint irgendwie jetzt mit gestiegenem Status, man müsste das nochmal auscashen irgendwie und dann sieht das so aus. Ne? Ja, und wie gesagt, das ist auch ein Aspekt von Menschsein, dieses alles einreißen, alles niederreißen und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Hat sich jetzt ganz schlecht gealtert, ne? Sie hat übrigens auch ein Statement dazu abgegeben und da sagt sie Folgendes. Und mir geht es nicht schlecht. Ich möchte dazu zu der ganzen Situation auch wenig sagen, weil ich bin dankbar für so viele, wahnsinnig viele tausende Nachrichten und unter den Posting-Kommentaren, aber ihr braucht kein Mitleid haben. Euer Mitgefühl, das habe ich gefühlt und ich bin stolz und dankbar, so eine Community zu haben. Aber ich werde trotzdem auch an die Presse und an alle, die ein Statement wollen, kein Statement abgeben. Er bleibt und ist der Vater meiner Kinder und ich möchte meinen Kindern eine öffentliche Schlammschlacht auf gar keinen Fall antun. Das möchte ich nicht. Genau. Und deswegen wird es von mir auch weiter dazu nichts geben. Buh! Also wirklich, du hast die Möglichkeit, so eine geile Schlammschlacht draus zu machen und machst es nicht. Digga, ich verstehe es nicht. Wie? Also super Statement, kann man jetzt auch nichts sagen. Und genau, das Normale heutzutage ist ja, dass daraus dann hunderttausende Follower generiert werden mit einer riesen Schlammschlacht. Ob jetzt Iris und Peter Klein und was weiß ich. Und ich meine, die Welt ist einfach total kaputt. Ey. Ich weiß nicht, was soll man dazu sagen. Schlecht. Aber sie macht es natürlich jetzt gut, muss man wirklich sagen. Kann als Influencer sein. Nein, aber wirklich an sich ein super Statement, dass sie jetzt da eben nicht drauf eingeht, dass sie einfach sagt, dass es ihr gut geht, dass sie ja da auch keine Probleme hat, dass sie einfach ihr Leben leben möchte, für die Kinder da sein will und so weiter ist. Ja, bei dem, was Julian gerade so macht, auf jeden Fall definitiv die richtige Richtung. Alleine das finde ich von Julian halt wirklich schon absolut respektlos. Denn selbst wenn sie privat vielleicht schon getrennt waren, waren sie es in der Öffentlichkeit halt noch nicht. Die waren da eigentlich immer noch zusammen. Und ihm hätte ja auch klar sein müssen, was passiert, wenn man dann plötzlich irgendwelche Videos aus dem Nichts postet, wo er mit anderen Frauen rummacht, die küsst und denen sonst wohin fest. Ist ja klar, dass er einfach dafür sorgt, dass seine Jetzt-Frau Alina einfach mega Stress dadurch bekommt. Es werden sich etliche Zeitungen melden, sie wird tausende Nachrichten bekommen, Influencer-Kollegen werden sie darauf ansprechen, selbst wenn die noch nicht checken, was denn da gerade los ist. Ich meine, stell dir das mal vor, selbst wenn er privat vor ein paar Wochen Schluss gemacht hätte und dann gehst du auf den Instagram-Kanal von deinem Ex und siehst, dass der in Thailand ist. Katastrophe, alles Mögliche nimmt und damit sonst was für Frauen rummacht. Und ich meine, die waren über ein Jahrzehnt verheiratet, nur mal so nebenbei. Also ach, ein Jahrzehnt. Ach, ist ja noch so jung. Ach, hatte ich mir jetzt, okay. Aber auf jeden Fall sind die ganz jung zusammengekommen. Und krass. Also wirklich, also da tut mir Alina wirklich vom Herzen einfach leid. Und natürlich muss man auch noch dazu sagen, dass er auch gerade einfach seine Kinder im Stich lässt. Ich meine, wenn du dich selber finden möchtest, dann ist das ja an sich komplett in Ordnung. Ja, das ist natürlich scheiße und das ist aber Alltag, ne? Der geht, gerade oft die Männer kümmern sich erstmal einen Scheiß um die Kinder und selbst wenn sie sich drum kümmern, ist es auch nicht gesagt, dass die Vater-Kind-Beziehung solche Trennungen gut überlebt. Das ist, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das teilweise geht es von den Vätern aus, dass sie sich nicht mehr interessieren, teilweise geht es von den Müttern aus, dass sie die Kinder entfremden, teilweise ist es einfach scheiße, wenn man sich trennt. Und aber ja, das kenne ich auch teilweise von Frauen in der Midlife-Crisis, sind einfach alles scheiße, ist einem einfach alles scheißegal. Ne? Es ist einfach, und man hat so selbst das Gefühl, ich habe das Recht drauf, ich habe mich doch jetzt 10 Jahre gekümmert und 10 Jahre zurückgesteckt und jetzt habe ich das Recht drauf, ne? Und wie gesagt, wenn man das für sich selber, darf man sich gern Grund und Boden reiten. Ist halt immer schwierig, wenn es andere mit betrifft, ne? Ich würde jetzt aber auch einfach mal behaupten, dass es bessere Wege gibt, als sich so einer Sekte anzuschließen. Aber er ist ja gerade einfach nicht für die Kinder da. Und die Kinder werden jetzt wahrscheinlich auch längere Zeit erstmal ihren Vater nicht mehr sehen. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass Alina ihn nicht mit den Kindern besuchen fahren wird, was wahrscheinlich auch besser ist. Dazu hat Alina jetzt ja auch einfach die alleinige Verantwortung für 2 Kinder. Und ich hoffe einfach mal, dass sie das vorher ja zusammen gemacht haben, was ja auch einfach nicht fair ist. Müssen wir halt nicht drüber reden. Zusätzlich lässt er natürlich noch seine
Firmen und auch seine Mitarbeiter einfach zurück. Rocker Nutrition hat zum Beispiel ein Statement abgegeben, was man wirklich so gut wie gar nicht findet. Also ich habe das auch auf deren Seite nicht gefunden. Ich habe nur Artikel drüber gefunden, die über das Statement berichten. Kurz zusammengefasst haben die halt geschrieben, dass sie sich von dem ganzen Konsum distanzieren. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast eine eigene Firma und deine Angestellten müssen dich als Leiter irgendwie rausschmeißen oder dich von dir distanzieren. Was? Aber es ist nicht gesagt, dass es der Firma schadet. Das ist ja das Verrückte heutzutage. Es ist überhaupt nicht gesagt. Ich habe da früher noch nie was von gehört. Jetzt kenne ich Rocker Nutrition. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist für das Produkt, das wissen wir immer noch nicht. Ne? Dass er schon länger nicht mehr der Markenbotschafter ist und dass sie sich von Fred... Was ist das eigentlich für ein... Okay, denken wir jetzt mal nicht ja, drüber nach. Ey. Distanziert haben, das ist der Typ von diesem WeGains.de Podcast, wo ich vorhin schon drüber geredet habe, denn der war wohl schon länger in der Sekte drin und man geht zumindest von aus, dass er auch Julian da reingeholt hat. Allerdings, Julian ist erwachsen, er muss selber wissen, was er tut, deswegen spreche ich das hier gar nicht weiter an. In der Firma ist er auch immer noch, ich denke mal, man kriegt ihn da wahrscheinlich auch nicht so schnell raus, aber Rocker Nutrition versucht das Thema anscheinend wirklich klein zu halten, weil wie gesagt, du findest das Statement halt einfach kaum. Ist natürlich auch irgendwo verständlich, weil er hat die Firma gegründet. Der Typ, der das Statement gepostet hat, ist wahrscheinlich auch der Erste, der rausfliegen würde. Ja, ist natürlich, ist schwierig. Ist auch für die Firma eine schwierige Situation. Ich weiß auch nicht, was bei Julian generell gerade so los ist. Ich meine, er postet zusätzlich übrigens auch solche Videos hier. Das Ganze übrigens auch mit der Caption, ich bin Gott. Ja, also ich weiß nicht. Aber auch hier wieder die Kommentare, ne? Warum nach Thailand auswandern? Das könnte er auch in Frankfurt haben, oder? Ja, dieses Ich bin Gott, das finde ich auch spannend. Also natürlich kannst du auf so einer Moonparty da in Thailand, ja, toll, du hast neue Frauen an deiner Seite, Drogen, gute Musik, irgendwelche psychedelischen Drogen, ja, kannst du bestimmt irgendwelche Erfahrungen machen und ich würde auch sagen, dass wir alle irgendwie, wenn man jetzt mal spirituell denkt, dass wir alle auf irgendeine Art, jeder, also auch jede Katze, jeder Hund auf irgendeine Art Gott sind, okay, würde ich auch sagen, aber hier sehen wir halt die Explosion des Egos so, und das passiert so leicht, gerade wenn man sich so in spirituellen Zusammenhängen sieht und ja. Aber es werden auch wieder viele cool finden. Also ich meine, du kannst ja heutzutage machen, was du willst. Hauptsache, siehst gut aus und also oder relativ und bist einfach total extrem und provozierst. Bist du heutzutage King, ne? Also ob ihm, ich denke schon, dass es vielleicht psychisch keine gute Idee ist, was er macht, aber ob ihm das jetzt von außen groß schaden wird, dass man denkt so, das würde es, ist nicht gesagt. Wirklich, könnt euch die Kommentare unter dem Julian Instagram-Beiträgen. Ey, das ist wirklich einfach Comedy Gold. Er war auch wegen einem Video kurzzeitig von Instagram gesperrt, was ich euch hier logischerweise nicht zeigen kann, wenn alleine Instagram das schon gelöscht hat. Er ist jetzt allerdings wieder da und wird wahrscheinlich einfach weiter solche Sachen posten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Auf der einen Seite kann ich Julian verstehen. Ich meine, er ist halt Mitte 30, er ist super erfolgreich, er hat eigentlich alles geschafft, was man im Leben so erreichen möchte. Familie, erfolgreiche Unternehmen, alles läuft wahrscheinlich super. Ja, vielleicht fragt man sich dann irgendwann tatsächlich so, ist das wirklich das, was ich im Leben haben möchte, wenn das dann so Standard geworden ist und du dich quasi gar nicht mehr steigern kannst, aber seine... Ja, das ist ein größeres Problem, als viele denken und ich jetzt, ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein Luxusproblem, aber ja, auch das habe ich so oft in Paartherapie gehabt, Leute, Männer, die ihre Firma verkauft haben für Millionen und dann, ach, jetzt sitze ich 2 Jahre am Strand und es irgendwann komplett die Decke auf den Kopf fällt, ne? Also der Mensch braucht halt Herausforderungen, Abwechslungen und das wäre halt die Aufgabe gewesen, ob man das in der Beziehung integrieren kann, aber das, wenn das dann zu lange alles vor sich hinschwelt, dann ist es, ja, wieder Vulkanausbruch. Ne? Familie und seine Frau im Stich zu lassen, um sich so einem Kult anzuschließen, ist halt wirklich schon sehr, sehr hart. In einem Podcast vor... Ja, wie gesagt, für mich ist das, also wie ich das gehört habe, ich finde es auch extrem und auf eine gewisse Art lustig. Aber so in kleineren Portionen ist das Paartherapeutenalltag, ne? Ich sag, so hat das auch ist, ne? Vor ein paar Monaten hat er auch mal gesagt, dass er eben diese selber Weiterentwicklung nicht ganz oben priorisiert, weil er gelernt hat, dass er seine Frau über alles liebt, dass er seine Kinder über alles liebt und dass er natürlich auch für seine Mitarbeiter und so weiter da sein möchte.
hat er jetzt nicht ganz eingehalten, da hat sich dann doch nochmal irgendwas geändert. Wie gesagt, sich selber zu finden, schön und gut, aber dafür braucht man nicht solche Sachen und das Ganze sieht auch nicht sonderlich gesund aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergehen wird, auch gerade für seine Firma. Was machen die jetzt? Die können einfach gar nichts machen, ne? Naja, was sagt ihr dazu? Ja, super. Dann, genau, könnt ihr mal schreiben, was, was muss ich mal wieder groß machen hier, was ihr so dazu denkt, irgendwie, wie ihr das seht oder ob ihr sowas anders als weiß, vielleicht auch schon mal bei euch erlebt habt, bin ich sehr gespannt. Und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Ciao. Achso, die Quellen, wer das sich mal angucken will, die Instagram-Accounts von den beiden und das Originalvideo, verlinke ich natürlich hier drunter. Und ciao, ciao.